der 30.06. ist für mich überhaupt gar kein Problem. Ich würde jedem Spieler von mir raten, da mitzuziehen. Und wie das dann rein arbeitsrechtlich aussieht, das müssen dann auch die Vereine untereinander ausmachen. Also der Verein, bei dem der Spieler aktuell im Arbeitsverhältnis steht, mit dem Verein, der ihn dann vielleicht zum 1.07. Aufnimmt. Und jeder Verein wird diese Themen haben. Deswegen glaube ich, gibt es da Lösungen. Volker, 1.07., gutes Stichwort. Welcher Verein nimmt Upamecano auf? Ja, wieso? Warum welcher Verein nimmt Upamecano auf? Wieso ist das denn unbedingt so, dass ihn ein Verein aufnehmen muss? Weil er läuft ja nicht aus, der Vertrag. Jetzt weichst du mir ein bisschen aus, ne? Was möchtest du denn hören? Bleibt er in Leipzig? Das ist eine Möglichkeit. Ja, wenn ich, also schau doch mal, jetzt spielen wir mal eins. Also wenn ich doch in einem Interview heute und auch gerade bei euch sage, ich glaube nicht an große Transfers. Und ich denke mal, Upamecano ist ein Spieler für einen großen Transfer. Dann ist die Aussage doch eigentlich. Ja, danke, alles klar. Alles klar, er bleibt in Leipzig. Das haben wir verstanden, Volker.